Hallöchen. Ja, diese kleine Madame hier, die ist krank. Na gut, krank ist vielleicht übertrieben, aber sie hat Durchfall. Ekelhaften, widerlichen Durchfall. Okay, vielleicht sollte ich eine Triggerwarnung aussprechen. Dieses Video handelt von Durchfall. Ja, und wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, koche ich für sie heute eine morsche Möhrensuppe. Und ja, ich zeige euch einfach mal, wie ich das so mache. Zum Thema Durchfall kann ich ja mal sagen, wir waren gestern mit ein paar anderen Hunden so spazieren und waren da auch auf dem Feld und ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, sie hat ein paar Köttelchen, ein paar Knödelkötel. Mann, was rede ich? So von Hasen oder so gesnackt, weil ab und zu war sie so ein bisschen weg und hat so irgendwie was rumgesnackt und so ein Hasenköttel oder so. Oder manchmal auch der Mist, der auf den Feldern verteilt wird, der ist halt schnell mal im Vorbeigehen weggesnackt. Letztens war ich noch so stolz auf sie, dass sie an diesem Pferdehaufen vorbeigegangen ist, ohne da auch nur einmal dran zu denken. Aber sie weiß halt auch, wenn ich nicht in der Nähe bin, kann ich nicht so schnell eingreifen. Die ist halt auch nicht blöd, ne? Ja, und jetzt hat sie Durchfall, hat unter das Bett gekackt. Richtig schön hinten an die Leiste ran, sodass man richtig schön alles schön ordentlich putzen kann. Da habe ich sie gebadet, weil sie halt hinten auch alles voll hatte mit Kacker. Hat ja hier, wie sie sich gerade schön zeigt, am Po sehr viel Fell. Und als ich sie dann in eine Wanne zurückgelassen habe, um ein Handtuch zu holen, hat sie dann auch in eine Wanne gekackt. Und das war echt eklig, weil das irgendwie, nochmal, Triggerwarnung, das war so, als hätte sie so ein Stück Darm ausgeschissen, als hätte sie so ein Vieh gefressen und da so eine Blase drumherum, irgendwie weiß ich nicht, wie so eine. Weiß nicht, das war so wie eine Haut, keine Ahnung. Das war ganz komisch. Naja, auf jeden Fall hat sie das gefressen und ausgekackt. Also irgendwas gefressen und ausgekackt. Und deswegen kriegt sie jetzt eine Suppe. Ich war da mit ihr draußen. Und da hat sie dann auch mindestens so 10-mal sich hingehockt und da kam schon gar nichts mehr. Ja. Also heißt es heute viel rausgehen mit ihr. Gucken, dass sie viel trinkt, damit sie nicht dehydriert. Morsche Möhrensuppe mache ich übrigens ohne Reis, weil Reis schwer verdaulich ist. Deswegen mache ich das immer nur mit Hühnchen und Möhrchen. Und die Möhrchen sind auch ganz, ganz weich zart gekocht. Dass das alles so gut verdaut werden kann. Ja. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Zuallererst lassen wir jetzt erstmal das Wasser kochen. Einmal für Märchen, einmal für das Hühnerfleisch. Und in der Zeit können wir das ja schon mal klein schnibbeln. So, die Märchen müssen dafür auch nicht geschält werden. Ich schneide nur hier diesen Knubbel ab, also auch so ganz nah dran. Ich kann das aber mit einer Hand nicht. Warte mal. Hier die perfekte Nahaufnahme. Nur dieses Knobelchen schneide ich ab. Und dann mache ich die ein bisschen klein, damit die schneller durch ist. Weil wenn die so lang sind, dann dauert das ein bisschen. Mit dem Fleisch mache ich das ebenso. Das Fleisch wasche ich vorher noch einmal ab. Ich weiß nicht, ob das heutzutage überhaupt noch nötig ist, das Fleisch abzuwaschen, aber ich mache das halt immer. Und dann wird das hier auch in so Streifen geschnitten. Wenn das hier am Ende zum Beispiel war es ein bisschen dick, da habe ich dann einfach nochmal in der Mitte durchgeschnitten. Und dann kommt das auch alles ins Wasser. Plopp. Plopp. Glaub, kocht noch nicht. Egal. Hier ist jetzt ein bisschen viel Wasser drin. Das schöpfen wir einfach mal ein bisschen ab. Nicht, dass uns das noch überkocht. Ich glaube, das reicht. So, Deckel drauf, damit es schön warm bleibt. Ja. Und dann kannst du bald essen. Ja. Ja, du kleiner Übeltäter. Hast du Bauchschmerzen eigentlich? Ja, nein, vielleicht. Findest du immer so schade, dass man dann nicht mit dem Hund reden kann. Wenn sie Bauchschmerzen hätte, dann könnte sie mir das sagen. Dann würde ich ihren Bauch streicheln, aber mache ich eh. Das
Das Fleisch ist jetzt schon fertig. Das hole ich mir jetzt einfach raus und mache das ganz professionell mit einer Hand hier rein. Und die Märchen brauchen noch ein bisschen. Die sind noch ganz hart. Damit geht das viel besser. Und dann mache ich hier auch gleich noch ein bisschen von diesem Sud rein. Das, dann hat sie halt gleichzeitig auch noch ein bisschen Flüssigkeit beim Fressen. Ultimative Tipp, wenn etwas schnell abkühlen soll. So, das Ganze wird jetzt hier püriert. Ich muss das hier am Fenster machen, weil wir sonst nicht so gute, viele Steckdosen haben in der Küche leider. Ein bisschen Wasser habe ich auch noch drin gelassen, dass es nicht ganz so trocken wird. Und Fressi. Also Sam liebt es ja, diese morsche Möhrensuppe zu futtern. Sie isst das sehr gerne, also für sie ist das gar keine Strafe. Es gibt auch Leute, die ihre Hunde, wenn die Durchfall haben, nicht füttern, weil sie dann quasi verhindern wollen, dass sie weiterhin Kacke machen. Also so einen Tag auf Diät sitzen, davon halte ich aber ehrlich gesagt überhaupt nichts, weil der Körper, der braucht ja Energie, weil das, was da im Körper abgeht, das ist ja irgend so eine Maßnahme gegen irgendwas, was der Körper denkt, was gefährlich ist. Deswegen muss das ja alles schnell raus und das kostet Energie und deswegen finde ich das echt schon fast Tierquälerei, wenn man die Tiere dann einfach gar nicht füttert. Also so ist es in meinen Augen. Ich bin natürlich kein Mediziner und kein Ernährungsberater, aber in meinen Augen, finde ich, geht das nicht, das Tier dann nicht zu füttern. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und mal gucken. Sam, komm hin. Mach mal Sitz. Wenn es euch gefallen hat, dann gibt es einen Daumen nach oben und Sam hat jetzt gelernt, Tschüss zu sagen. Winke, winke. Wenn sie es macht. Sie fühlt sich heute nicht so gut. Also, Sam, mach winke, winke. Warte, ich habe noch ein Leckerchen. So, ein Leckerchen, hast du gesehen? Winke, winke. Oh, fein. Gemacht.